Ja, aber eigentlich so, sonst ist eigentlich seit dem Survival-Update ist eigentlich nichts Erwähnenswertes gekommen, meiner Meinung nach. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ich meine, ja, also mir hat da in der letzten Zeit, ich meine, auf solche Ender-Chests brauchst du nicht unbedingt, würde ich meinen. Ja, Ja, es und sind so. halt so Extras, die schon mal ganz nett sein können, aber Ja, genau. ach. So. Dann fäll ich mal wieder einen Riesenbaum. So. Dann könnten wir uns eigentlich auch schon auf Rohstoffsuche machen. So, ich würde jetzt mal spontan behaupten, mein Haus ist fertig. Nein, das hat noch Unkraut auf jeden Ein Fall. Loch. Ach Mann, jetzt ist meine Schaufel kaputt gegangen. Ta-ta-ta-ta-ta. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Am dümmsten. So, kommt mal her, ihr Sticks. Das Yes. wird aber bestimmt auch ziemlich. Also, ich. Naja, mal sehen. Vielleicht irgendwie mit Cleanstone, Holz und Cleanstone sieht ja auch eigentlich relativ gut aus. Ja, oder Stone Bricks. Könnten wir ja mal probieren. Ich mache wahrscheinlich den Boden aus Stone Bricks. Oder mit Lehm sowas, mal sehen. Ja, habe ich jetzt in meinem Minecraft-Let's Play auch gemacht. Die Folgen sind da nicht hochgeladen, aber da habe ich auch so Ziegel. Das sieht eigentlich recht gut aus. So, das ist jetzt nur so ein Holzkasten. Bis jetzt. 10. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt ist es 10. Ich mache meine Tür einfach an der Seite. Vielleicht mache ich auch einen Boden aus Wolle. Na dann viel Spaß beim Rohstoff suchen. Das ist Haufen Arbeit. Rate ich da dir davon ab. Eigentlich hätte ich ja auch Gras lassen können, weil so ein Grasboden ist ja. Hupido, sehr einladend ein Grasboden. Einladung zum Essen auf in der Wildnis. Also bis jetzt sehe ich einen Holzkasten. Ja. Naja, es ist ja auch noch im Entstehen, oder? Würde ich meinen. Ja, es ist im Entstehen. Alter, ich baue hier gleich so ein Riesenhaus hin. Ich hänge jetzt mal Kisten und so in die Luft einfach.
Kisten? Ja, ich habe ja noch die Kiste. Cool. Gleich ein bisschen Zeug rausnehmen. Warte mal, da hat mich jemand bei Skype angeschrieben. Den Boden, den würde ich dann... Da probiere ich doch mal was Neues. Aus Dings machen. Dunklem Holz. Aber erstmal muss ich was essen, sonst... Oh. Jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Ja. Holzkasten. Was ist denn du wieder Schönes? Du wirst doch bestimmt wieder nur Fleisch essen, oder? Ich ernähre mich gesund und esse Äpfel. Bekomme ich das Eichenholz? Ich brauche nämlich noch 3-4 solche Wood-Stämme. Ja. Nimm. Ich mach mal hier Fenster irgendwie. Dann sollten wir schlafen gehen. Warte, ich bin gerade so schön im Hausbau. Bin gleich fertig. Ich leg mich schon mal hin. Mich wundert, dass es nur bei mir geht. Also, wenn ich im Bett lieg und du nicht, dann wird es ja dann trotzdem Tag. Aber wenn du im Bett liegst, geht es halt nicht. Da müssen dann halt beide im Bett liegen. Ja, das ist seltsam. Schon komischer yes. Shit. So. Ich tue mal hier ein bisschen Sachen in meine Kisten, die ich nicht brauche. Wie würde denn das aussehen, wenn ich jetzt hier so... das wäre auch eine Methode. So, dann gehe ich mal auch mal ein bisschen. Hast du Erde manchmal, so ein Stack oder so? Erde? Ja. Warte, hast hier. Du... Ich werf's hier hin. Ich brauche nämlich unbedingt mal ein Baugerüst. Ich gehe da mal irgendwie Richtung... Kannst du noch mal ganz kurz zurück zu meinem Haus kommen? Wie würde das jetzt aussehen, wenn man hier so mit Burger arbeitet? Gut, eigentlich. Ich bin noch nicht so überzeugt. Ja. Mal schauen, wie es zum Schluss aussieht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal in den Wald, in den Schneewald. Und? Dann fäll ich ein paar Bäume. Und dann? Dann gehe ich in eine Höhle. Cool. Ja, will ich auch machen. Jetzt habe ich meine Schere nicht mitgenommen. Ich brauche wieder Unmengen von Kabel. Ich habe eine Höhle gefunden. Ey, ja. Ist cool. Wenn ich jetzt nur irgendwie... Ach, da hinten. Ich komme. Yeah. Au.
Yeah, au. Hier werde ich auch den Fichtensetzling nach Deutschland importieren. Oder einfach nach Hause importieren. So, ich bin jetzt erstmal fleißig am Kabel formen. Oh, jetzt habe ich einen Jungs. Da habe ich einen Sprutzesetzling. So heißen die ja. Hast du dir jetzt schon mal bei einer Erneuerung, jetzt gibt es ja schon relativ viele solche Snapshot-Previews von Minecraft. Ja. Da soll es ja jetzt solche Köpfe geben und Bilderrahmen und... Hast du nicht gesehen? Ja. Mal sehen, wie das wird, oder? Was meinst du da dazu? Ja, ich hatte ja vorhin den Snapshot noch drin. Ach so, ja. Wir hätten ja auch auf dem Snapshot spielen können. Also das wäre kein Problem gewesen. Da hätte ich mir den aber erst noch runterladen müssen, weil ich den noch nicht habe. So, jetzt muss ich wieder zurückfinden. So, ich sehe aber dein Haus schon. Okay. Dann gehe ich mal hoch. Auf die andere Seite. Da müsste irgendwo mein Haus spielen. Theoretisch ja. So, dann. Es darf aber kein Holzkasten bleiben. Ja, das sieht ja dann auch nicht so berauschend aus, würde ich meinen. Mhm. Türe. Dann setze ich mal die Türe hin. Jetzt ist die Frage, wie soll ich das machen? Was willst du machen? Also ich komme mal kurz zu dir. Ey, wieso... Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Der schlägt manchmal aus. Also so einen Fußboden würde ich auch gern haben. Ich pflanze also einfach mal Bäume. Dschungel, Fichten. Wo soll ich die pflanzen? Irgendwo, wo sie ein kleines bisschen ins Landschaftsbild passen. Hier. Ich frag mich, wer die ersten Diamanten findet. Wahrscheinlich hast du jetzt schon welche. Nein. Nee, ich habe wirklich noch keine. Aber ich meine, in Minecraft, wenn man es ein kleines bisschen kann und das mit der Ebene 16 und so ja weiß, dann ist es eigentlich kein Problem mehr, Diamanten zu finden. Geschweige denn bei Tekkit, das ist ja dann noch einfacher mit Destruction Catalyst oder den Rods, den Wünschelruten. Ja. Das stimmt also. Aber ich glaube, das ist dann schon auch wieder, also ich meine, es ist ein, das sind coole Gadgets, diese Rods, aber ich, die tun irgendwie ein bisschen Sinn entbinden, so meiner Meinung nach.